Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Black Flag. Ja, wir sind in Nassau und haben in der letzten Folge die Pulverfässer-Mission erfolgreich beendet mit 100%. Und jetzt sehe ich hier gerade eine Schatzkarte. Hallo! Dann nehmen wir die doch direkt mal mit. Ein Manuskript, keine Schatzkarte. Okay, das hätten wir auch. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Da hinten? Oder hier? Ah, sei egal. So. Okay. Da gucke ich mal gerade auf die Map und dann schauen wir mal. Ach, hier ist direkt noch eins. Ja, komm. Was nicht ist, dann holen wir. Hinfort! Stör mich nicht. Ein Dicker. Her damit. 5 von 5 Geheimnissen. Wir haben alle. Sehr schön. Da hinten ist noch ein Schatz. Irgendwo. Schatzi, Schatzi. Da. Ach komm. Jetzt mach aber mal. So. Okay. Wollen wir gerade gucken. Hier war nämlich auch eine Templerjagd. Oh Bruder. Da gehen wir doch mal hin. Oh Bruder, oh Bruder. Was ist denn das hier für ein Ort? Ein Handelsplatz? Ich weiß es nicht. Lassen wir mal durch hier. So, da steht er schon. Monsieur. Oh Bruder. Templerjagd. Vance Travers. Oh Bruder. Schauen wir mal. Travers? Was führt euch her? Ihr seht aus wie ein Assassine, doch euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich heiße Kenway. Eddie. Ich kam, um euch vor einer Gefahr zu warnen. Ja, ich habe einige verdächtige Männer in der Gegend bemerkt. Ich glaube, sie arbeiten für einen bekannten Templer namens Upton. Könnt ihr sie für mich erledigen? Oh, ich ließ mich überreden. Für einen Preis. Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen Templerschlüssel, oder? Sicher findet ihr ihn bei Uptons Männern. Falls ich euch sage, wo sie sind. Dann sind wir im Geschäft. Also der Eddie muss auf jeden Fall nochmal was machen. Beim Lachen sieht er aus, als hätte er 20 Schönheitsoperationen hinter sich. Das ist nicht so schön. So, was soll ich machen? Ich soll irgendwo hin. Wohin? Oha. Wo muss ich denn hin? Seht ihr irgendwo ein Ziel? Ich nicht. Hier aber auch nicht, oder? Zumindest sehe ich keines. Dann. Ach so, das ist nur 68 Meter weg. Ja, gucken wir mal hier. So, was ist hier? So, was mit den beiden? Gespräch belauschen. Dann mache ich das doch mal. Nun das Gefahren zu seiner Residenz bringen. Warum? Was will er damit machen? Ich weiß nicht. Lagern? Schmuggeln? Will er sie von seinem eigenen Schmugglerring wegschmuggeln? Ich weiß, wie lächerlich es klingt. Doch Befehl ist Befehl. Da hast du wohl recht. Oh oh. Eddie! Das ist so ein dummer Bastard, ey. Dann geht der da einfach nicht rüber. Oh, wie ich ihn hasse, ey. Wie ich ihn einfach nur hasse. Nö, da ist ein Tisch im Weg. Da gehe ich nicht drüber.
Spack. Warum sehen die mich hier? Warum sehen die mich hier? Lass mich in Frieden. Das gibt's echt nicht, ey. Oh, Mann. Machen wir es von hier wieder wie eben. Er will nun, dass wir die Waren zu seiner Residenz bringen. Warum? Was will er damit machen? Ich weiß nicht. Lagern? Schmuggeln? Will er sie von seinem eigenen Schmugglerring wegschmuggeln? Ich weiß, wie lächerlich es klingt. Doch Befehl ist Befehl. Da hast du wohl recht. Vom Schmugglerring wegschmuggeln. Hast du mal über das Wort nachgedacht? Schmuggler. Komisches Wort, hm? Wer denkt denn über sowas nach? Na, ich bestimmt nicht. Aber sag's mal. Schmuggler. Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Warum? Liebsten Mann! Ui, da war... Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Mogla. Warte mal. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so laut sagen, oder? Etwa weil wir selber Schmuggler sind? Genau. Genau. Werden die anderen schon auf uns warten? Ja, das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. Oh. Schmuggeln. Was tun Sie? Man weiß es nicht genau. Oh, sieh mal, da sind sie. Hallo? Was zum... Ist ziemlich meine Ruhe. So, Abten aufspüren. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ich habe auch, glaube ich, jetzt nichts mehr an Ausrüstung, oder? Falls ich kämpfen muss. Auch baut man mal noch welche. Da ist er doch. Upton Travers eliminieren. Das ging einfacher als gedacht. Ha! Ich bin so ein Profi, ey. Ich bin Upton Travers. Hör, ich hab den doch voll erwischt. Was? Ist Vance euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Will er mich etwas stürzen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche nur einen Templerschlüssel. Ein was? Bitte. Ihr müsst mir alles erzählen. Und wie kann ich euch trauen? Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Oha. Hm, Bockmist. Mission beendet. 100%. Oh, Bruder. Okay, immerhin ein bisschen coole. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ein paar Animusfragmente, ein paar Notenblätter, Patronen. Ja, warte mal. Da müssen wir doch jetzt weitergehen, oder? Ja, da geht's weiter mit der Templerjagd. Da machen wir doch direkt. Dann machen wir doch direkt weiter damit. Soll ich hier durchgehen? Weiß halt nicht, ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Wenn wir jetzt an einem Laden vorbeikommen, dann werde ich auch nochmal mal. Da ist doch der Laden. Meine Sachen auffüllen. Ich hier mit leeren Taschen von Mission zu Mission schreite. Das ist nicht so gut. So, muss die Munition hier, Berserkerpfeile mal auffüllen. Dann die Schlafpfeile nochmal auffüllen.
dann die Rauchbomben nochmal auffüllen und dann kann ich auch gehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dein Eddie. So. Hinaus. In die weite, weite Welt von Nassau. Dabadi, lasst mich hindurch. Ah, da musste Eddie noch drüber springen. Das war klar. Er lässt ja kein Hindernis außen vor. Das ist nicht unser Eddie. So, hallo. Da sind wir. Wie sieht's aus? Ein liebestoller Idiot von einem Bruder führte euch in die Irre. Fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt ihr eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt, wenn ihr mir unauffällig folgt. Hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Ich statte mich, glaube ich, lieber mal mit Schlafpfeilen aus. Upton Man! Was? Ich kann gerade nichts machen, das ist automatisch. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt gelaufen sind, soll ich vielleicht auf dem Dach gehen? Du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Upton, komm! Du wirst diesen Kratz doch keinen Glauben schenken. Na, so ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Dann ziehen die auch so einen Weg hinter sich her. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Den Dieb da? Richtig, richtig. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? War das gut? Ja, schon, oder? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Den habe ich ganz schön weggerammt da gerade. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz? Zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Den Dieb? Im Gegenteil. Wo ist er? Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz? Unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Hallo? Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Aber wann? Glaubst du wirklich, deine Entwicklung wird so einfach? Das war sie irgendwie. Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nicht andeuten. Ich frage den Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du auch. Und du weißt, das war aber knapp. Boah, sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ging geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern. Doch ich glaube nicht, dass ein Tschüss. Ihr wird nicht gediebt. Und was verschafft dir so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur, glaube ich einfach nicht, dass sie lass mich mal hier ist, in eure Reihen. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich soll nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdigt. Also hasst du sie. Es geht nicht um Hass, nur um Bedenken. Eines sage ich dir, ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss, und bekomme deine Kartenhälfte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Blablabla. Tag noch. So, was jetzt? Ist viel Verfolgung in letzter Zeit hier.
Das ist der Timer schon wieder abgelaufen, das gibt's ja gar nicht. Ich verfolge dich nicht. Ja, das würde ich jetzt auch denken. Ja, machen wir aber gerade noch hier die Verfolgung. Oder? Ich weiß halt nicht, wie lange das noch dauert. Na toll. Wie nah muss ich denn bitte daran? Na gut, ich warte mal. Ich warte mal. Also wir machen das in der nächsten Folge dann weiter. Und bis dahin, danke fürs Zusehen, euer Brilli und euer Eddie. Bis dahin, ciao, ciao.